Das ist hoffentlich Skillionettreue. Ich gehe zwar noch, als ich ein Firmen immer starten. Sie. Ohne Rauchen. Richtig. Du warst dann meine Stolzung noch und. Ich geh mal die Shop bis zu gucken. Komm mal gleich schrappen. Herzlich streamen, du bist in meinem Dako. So geht es nicht kurz. Es geht immer wieder eine Barriere.
Ein ganz, ganz kleines. Hi Mika! Willst du Matt spielen? Wie bitte? Ja, dann rate! Die fällt's nicht sein, oder wie? Was ganz kleines. Tanken ist billiger, Zigaretten sind billiger. Was könnte das sein? Sarah, wie geht es dir dann? Ist sie brett. Sind du? Unabrechtlich. Ah, fuck. Ja. Ja, das war die Freundin. Mika ist am Stream, ey. Ich spiel das Matt. Mika. Nee? Boah, ich war mein Musik, mein Spotify-Musik erst, weil... Ah, oh, gleich kann ich meinen Spezialist kaufen. Schau mal, bist du weitergekommen, weil ich hatte Freude, das war traurig. Ja. Mei boah, das ist, weil wir zwei auch mehr über Nähen aufgestimmt sind, wie wenn ein Dritten dabei ist. Ja. Das ist einfach das. Ja! Wo willst du hin? An Corel. An Corel? Mhm. Vertraut mir, wir wollen da drüben landen. Weiß ich. Leschke, gut, mal auch an da und die Namen schmappen. Die Duen hat man gut nicht, Leschke. Die hatte mal ein Keier, eigentlich. Also Freuden hat man so gut nicht, aber mit dir lang hat man so einen Keier. Oh, ja. Guck mal. Du. Ja. Wie machen wir dann? Gut. Ah, ich kann halt aus, neu, also besser. Oh, ein Spitfire! Joch. Geh rüber. Achtung, erster Treffer. Ich habe jemandem den ersten Treffer. Oh, ein Flatline. Also ein Spitfire und ein Flatline. Fand ich gut. Noch ein Spitfire, Leute. Da sind wir.
von hinten schießt man auf dich. Munition, Schild. Nein, von hinten. Knockdown-Schild. Oh, schon alles matt. Voilà, wieder. Ring ist in der Nähe, 45 Sekunden. Ich will wissen, was der Kevin fertig bräuchte. Oh, was? Der Kevin wollte, ganz ruhig. Kevin wollte Marcel abs für seine Wishlist kaufen, gell? Ja. Da geht's da das kaufen, alle ist das bei SM checken am Platz bei hier. Stark. Da haben wir das daheim, Leute. Das ist gut geschafft. Clever. Shit. Aber ihr seht ihn, ich halte nur einfach, weil er Kippo kurz weiter zu schicken. So, genug, gell? Ich hab gedacht, es wäre automatisch so, wenn du von der Wishlist von einem anderen Kiste dass es um die Adresse geht. Anscheinend nicht. Nur mein zweites Mikro. Der Ring schließt sich und wir so weiter. Hey, jo. Wenn ihr sterben wollt, das ist euer Begriff. Ich kann hier rufrutschen. Oh mein Gott, du wärst bei einem vollkommen rufgerutscht. Überhaupt ist okay, Fall Damage. Ach, schön mit. Ah, oh, Papa, hier ist alles abgemacht gehen. Man muss man kämpfen. Care-Paket wird ausgeliefert. Care-Paket ist unterwegs. Wir waren da, ne? Du. Ganz da haben wir einen Wallabiller. Wir gucken. Wir sind zwar schon direkt anders und das ist gut. Ja, aber die sind noch. Warum ist gerade bestingen hier ran? Schritt! Mal Urfen, Urfen aus dir noch so. Kannst du ja so meinen Körper. Ah, du gehst geschossen, aber nicht weit weg. Die Hälfte des Squads ist Geschichte. Ich bin da haben wir mal noch hier gesehen. Also, komm mal gehen. Also, kann man noch Dinge in Heule gehen. Ich habe ein paar Materialien. Na, woher ist die Schritt? Ja, du hast ihn. Lift Urban. Kontakt da drüben. Lift allerdings. Das ist brutale Gelaber von drüben. Meine Dankeschritt von einer Suche her, nicht? Ja, meiner ist fort. Ja, weil er war lang. Herstellung läuft. Gib mir eine verdammte Minute. Was ist er lang? Ja. Ich habe ein paar Materialien. Ich habe Materialien für uns. Mal gut Cash kriegt. Mal gucken, was man kann mal so kaufen. So und könnte, passt das so? Ja, direkt rein da rum. Nee, könnte ich kaufen. Der Ton aus Main und der Rucksack.
Serie, mach die Serie. Ja, ich komm beide. Was sitzt denn hier an der Dinger? Stopp mal schon. Wir sind da zwei. Ich habe einen Feind gesichtet. Ein langer Marsch zum nächsten Ring. Jetzt laufen alle an den Ring, der das vielleicht wird. Oh, ist hier nur bei Schusscan, aber ich weiß nicht für wo. Die schicken einen Replikator runter, falls jemand Bedarf hat. Hey, den hast du gesehen. Ja, ich hab's auch getroffen. Schön doch sehr. Sorge nur dafür, dass meine Schilde voll sind. Der war nicht froh mit mir. Ich werde beschossen. Ich will jemand Leben spülen. Ich bin am Boden. Mein Gott! Steh auf, bevor ich dich selbst erledige. Jetzt fahrt jetzt auf, los Geschoss. Merci. Nähe. Ich stehe unter Beschuss. Hans, geht mit mir auch in den Tod. Wie oft muss ich es noch sagen? Du bist meine Deckung. Heile meine Wunden. Sei mein Schildhaut, Jäger, ich heile. Der Ring ist in der Nähe. Da kommen. 45 Sekunden, ja. Bis er sich schließt. Oh, jetzt haben wir für Schild, vergiss es. Fuck. Wow. Oh, what the fuck? Scheiße. Wir waren gut. Immer noch aus Position war mega scheiße. Wir hatten gut keinen guten Deko. Nee. Wir waren noch mega in der Mitte, geil. Wir hatten keine Möglichkeit, hier schon viel zu flüchten. No. Ich meine, es waren zwei verschiedene Teams. Ich meine, wir hatten die Führer nice. Dick die Scheiße. Der nächste Match geht besser. Weiben, Heinz, du Ositz. Genau. Vorstellen, euer Champion. Mhm, 51. Mhm. Leute, ich will zu viel zocken. Da landet man. Jemand geht. Lande dort, wenn du weißt, was gut für dich ist. Könnt kein Team mit? Ich meine nicht. Bizarre. Ich werde getroffen. Alter, feier den, komm mal. Schwert, sie muss schnell markiert gehen. Ich
kommen. Ah, scheiß mich vor. 100, ja. Ich weiß. Ich meine, so gut, aber nein. Ne. Der lief 100 mal. Hi. Was denn? Schleide! Ich komme. Schön. Fick gefragt! Motherfucker! Noch ein paar Meter. Sorge nur dafür, dass meine Schilde voll sind. Ist noch ein da. Motherfucker! Wo ist die other one? Den anderen könnt? Könnt ihr beide? Nee, wir scheren nie was mehr. Nicht bis ich hier gesehen. Schön an. Komm. Ich habe den Schild deines Hautträgers geknackt. Das war der letzte. Ah, wo ist ne komplett? Ja. Hautträger, ich heile. Das hat doch keinen Schick, Mann. Voll dumm. Egal, haben wir schon Kill. Schön den Heere, weil aus dem anderen sind Quarzische kommen. Hm. Obwohl das so gesagt war, Mann. Die sind direkt 100 Eis gelohnt gewesen, stuff hier. Na, dick dumm, aber die hat ob Eis Last zu gehen, den Ehen hat die Mona kein Waff. Ja. Weil den Ehen hat hier oben nicht geschlummert, sind er Faust. Ja. Achtung, es gibt einen neuen Killspitzenreiter. Neuer Killspitzenreiter. Ich sorge dafür, dass er sich nicht an uns heranschleicht. Wegen der die Köst fand. Ja, Spitfire. Zu Tristan Code. Ich habe ja ein Evo-Schild. Stufe 2. Ja. Die Hälfte des Kurs ist Geschichte. Ich bin auf dem Spahn-Leben drum. Nur weil es so und könnt. Ja, mit die zweite sind wir noch immer Rätsel. Oh ne. Schwer. Oh mein Gott, wie weit bist du gerade hochgefallen?
Ich hab nicht gesehen, dass du lachst. Was ist geschieht, was du tut? Er ist gestorben. Ich hab nicht gesehen, dass du lachst. Aber wo kann ich dich nur? Let me cut, ne, dir ist ein Foto. Guck, hopp. So, ah, darf ne. Oh mein Gott, ist das schlimm. Hä? Das ist fleißig, so ein Cut. Überfordert! Nee, da muss ich durch Zoo laufen! Ey, du hörst kannst du lernen. Ich sehe sie dumm, ich rutsche den Ruf an der Spiegel. Fuck! Ich wusste wohl, dass es der Ruf geht! Ich bin aber nicht genug, dass es alles auf der Map geht. Belascht. Wo muss ich hin? Da hinten. Ja. Ich hoffe, dass du mich auch beleben kannst. Ich wollte vorhin mal etwas beigelegen. Ich kann bestimmt. Kommen. Nur weil mein Schild zu stark war. Joliev. Ja, also, Ja, das war mein Fehler. Sarif. Sarif. Ja. Der war dir eine Beste geschickt hat. Oh, schön Parkett. zweimal Skin. Für ein Shampoo-Schnittspiel. Ich weiß nicht wieso, ich schon mega Pinger mit dem Empfang, wo ich nicht spielen. Wo du nicht spielst? Ja, so semi-nicht spielen. Ich spiele die ewig halten nicht mehr von dem Fanger. Bei einer Operation. Ist der Fanger gekutscht? Nee, wobei eine Operation hat der Doktor mal den Nerv durchgeschnitten. Oh, schie. Ich hoffe, das ist mega komisch. Ich spiele nach innen alles, aber gut, wenn auf der Haut spielen ich nicht. Au! Dann geht mein Finger auch weg. Kannst du das von einer selbst zählen, dann kriegst du die Ping auch. Sarah, sag ich sie hoch, du für 15% Handicap auf der linken Hand. Seriö. Weil der kleine Finger, jetzt zwar immer gesagt, wer die Schwester einfach dass die, wo die Stabilität geht von seinen Fäusten müsste. Und das ist auf viele Sachen ja wichtig am Leben, für etwas an der Hand zu halten. Ein Ackerfstut kann ich zum Beispiel nicht an der linken Hand halten. Au. Au. Eigentlich ist es wichtig, dass ich auf der Arbeit filme, ob das jetzt durchklappt, weil wenn ich ihn nicht bewege, verkrampft dann. Gut, Steff. Ja, da musst du permanent Knacken los, ne, dabei. Nee, ich muss einfach dafür so gut, dass ich spüre, was ich mache, weil ich muss in der Bewegung halten. Okay. Jo, so schau, was sieht der drin vielleicht? Nasset, Durem. Hat einen froh. Na du, ich bin am Anfang von der Map. Ja. Los geht's! Ah, haut das Rimm so eklig vor. Ja, das ist ganz schlimm.
Ich mein, Land kämmert. Schofen, nicht drum mehr in 130. Hm. Immer da hat Geld gebaut, du. Ja. Ich geh jetzt. Na, oh, die Dreckswaffung. Ein Flatline. Der nächste Ring ist weit weg. Und damit ist das erste von ganz vielen Lichtern ausgegangen. Oh, Tattoo ist für richtige Kriegsfrau, das ist mein Lieblingsfrau von hier, wird die Nähe leihen. Leck. Ach, der Ring ist nie in der Nähe. Wieso schläfen euch so viel Scheiß, macht mir mal. Hört uns doch nicht zu. I don't need that. Okay. Das ist halt keiner Strupp, aber du hast ja was. Okay. Ich war jeder mit dem, also jeder mit dem wir halt spielen, der könnte irgendwo so auf Stuttgart. Wow, Gier in Helm. Wo voll denn? Lenker, Glicke, behalte. Bei der Rüstung. Ja. Oh, der Ton definitiv. Wie weit aus Zoon Frucht? Oh, die ist hoch, ein gut Stück. Neuer Kill. Ich bedanke mich nicht. Da haben wir eine Stecker. Jo. Können wir drei holen. Jo. Nicht bis Dach von Haar. Nee. Und wenn man die Anna pisst noch. Tisch Novo, noch über. Heiri Leiser, da kann man die Dua pisst hören. Wir können noch looten, weil wir sie schon so gut wie untersuchen. Mhm. Und von können wir auch gehen. Jo. Neuer Killspitzenreiter bestimmt. Es gibt einen neuen Killspitzenreiter. Leiche müssen wir da hin.
Statt Greifschnitt, gell? Ja. Guck mal, das Schwung. Die Hälfte des Squads ist schon erledigt. Ein Jammer. Es gibt einen neuen Spitzenreiter. Geloot. Kann ja das Geloot gehen. Der nächste Ring ist weit weg. Uff. Eine Stückchen. Ja, kill im Magazin. Drei Stunden. Ja, sehen. Also, nee, ah, nee, das warst du. Ach, drei Stunden 20. Über drei Stunden hängen sind den drei. Ja. Was willst du nach uns anfangen? Hm. Babo! Ja, ich gesehen. So. Ja. Von da. Wir sollten da drüben nachsehen. Der Ring ist in der Nähe. Schlechter Mensch. Macht ja manchmal Fehler oder so. Lade meine Schilde auf. Ist schön, ist noch. 45 Sekunden bis zur Schlüssel. Jagen wir hier drüben. Kann weiter. Meine zwei. Wird ein Teleporter benutzt? Da hat Lila Schild. Ich stehe unter Beschuss. Das ist ein Wave. Fuck. Ja. Ich hätte schon gesehen, was da steht, du aber. Wallabilla! Wallabilla! Hi, 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 hi. Ne! Ne! Schon an. Yes. Beppo putzt. Spitzenreiter zu sein. Schuss vor Ort, Schuss vor Ort, Schuss hat Sohn. Neuer Kirchspitzenreiter bestätigt.
habe immer noch eine Minute Zeit. Sekunden, der Ring ist nah. Ja. Der Ring ist in der Nähe. In 30 Sekunden müssen wir drin sein. Hi Marcel. Und der Ring ist gleich da drüben. Ja, aber hinten nicht und so. Ich meine, nächste Woche komme ich bei dir für den Debut-Dektor. Warte, Alfbar, weil mein Zieg ist geschwind eitel. Oh, easy. Was geht bei uns? Wir spielen Apex, wie du siehst. Yep, yep. Yep, yep. Und bei dir arbeitest du doch? Oder bist du unterwegs nach Hause? Ich bin gestorben. Die blöde Hure hat sich an mich rangeschliffen. Hast du gesehen, Marcel, dass hast du gesehen, dass eine bestimmte Person einen Discord-Channel gegründet hat? Wurdest du eingeladen? Nein. Oh, fuck. Mann, ist noch 8. Heißt das jetzt, du wurdest eingeladen oder nicht? Ja, sie hat aber Micha eingeladen. Der Schopons. Ich schwör, das heißt, du erklärst ihr die ganze Scheiße, ne? Den ganzen Stream und sie lädt. 45 Sekunden. Und dann lädt sie mich ja auf den Discord-Server und dich nicht. Oh, brutal. Da drüben ist ein Care-Paket. Ich habe 30 Sekunden, um in den Ring zu kommen. Ja, denke ich auch. Same. Nein, sie hat Micha eingeladen und da habe ich gesehen, dass Micha halt drauf ist. Ring schließt sich in 10. Aber. Ich glaube, schwör, sie hat mich, oh, nein, ich bin Administrator von ihrem, nein, sie hat mich, ich bin, ich kann alles ändern im Discord-Channel, das heißt, ich bin... Kannst du ihn schließen? Ich bin Admin. Sie hat mich als. Du musst doch die Menschen fragen, ob du sie als Admin machen kannst oder nicht. Oder. Ne, ich sehe gerade, ich kann alles ändern. Und bei all den anderen, wo ich bin, kann ich nichts ändern. Die hat mich eiskalt als. What? Das muss man aber fragen, weil, ne? Große Verantwortung. Oder... Aber ich sehe nicht mal, dass ich das bin. Steht das irgendwo? Wo steht denn wer, der, Ah, verarsch mich. Ich bin Moderator. Oh mein Gott.
Ich habe gerade geguckt, ich bin echt Moderator. Sie hat mich ja. Ja. Soll ich dich einladen, Marcel? Ich bin ja Mod. Ungefragt. Ah, Beppo, das ist gefährlich. Ja, ich weiß. Sie kommt hier nochmal bei dir ins Discord, dann bekommt sie meine Meinung zu hören. Okay. Okay. Your choice. Wie gesagt, ich verstehe dich. Ich finde es auch nicht in Ordnung, deswegen. Ich fühl's. Das geht schwierig. Schön's. Ring schließt sich in 10. Okay, Marcel, bis gleich. Marcel ist sauer. Ich habe Kevin gerade erzählt, was los ist, deswegen. Ich gehe schon hoch, ne? Ich fühl's, Marcel, ich fühl's. Aber ich hab dich gewarnt. Ah, Beppo. Maschine. Okay, du bist aber Zweiter geworden. Ja. Ah, shit. Egal. Ja. Fickt euch! Ah ne, scheiße, mein Mikro ist nicht gemutet. Ah ne, Marcel ist jetzt ein bisschen angepisst. Neues Episodenkapitel. Ja, nee, danke. Wann schalten wir eigentlich diese Legenden frei? Was muss ich denn dafür machen? Muss ich die kaufen oder kriege ich die irgendwie anders? Nee, du musst sie kaufen. No, alle du hast, Uhr. Ja, du hast ja Urven, wo hast du die, die legendären Token. Die Legenden-Token. Legenden, ja. Du, Mutter, kannst du sie kaufen. Du brauchst aber 12.000 pro Charakter. No. Doch. Sie sind mega teuer.
Boah, wie viel kostet eigentlich so ein Legant Losurentasche, nicht gesehen? Warte mal, Molenka gucken. Von der 750 Token. Ja, und das 750 Token, sie wie viel Münz? Warte mal, Molenka gucken. Shop, was ist der Shop? Oh, kennt den Hand. Wo kann man solche Münzen kaufen überhaupt? Ja, ah, Apex-Münzen hier. Also, 500 Münzen kosten 5 Euro. Das heißt, wenn du 4350 Münzen kaufst, bist du bei 40 Euro. Das ist normalerweise, was ich immer kaufe. Das heißt, eine Legende kostet wie viel? Eine Legende so kostet 6, 750. 7. Ja, dann hast du aber schon viele freigeschaltet. Ja. Du musst nur halt 4000... Wie viel kostet du denn eigentlich schon vergessen? 750. 750. Ja. Maja, wenn's da war, fair, da sind 300. So mal, du kaufst. Fair, da sind 350. Das ist fair, das ist okay. Geht durch 750. Geht durch 750. Da kriegst du 5 Legenden direkt. So mal, du ballerst eigentlich 60 Euro raus. 60 Euro kriegst du nämlich 6700 Münzen. Das ist zwar mega genug, gell? Ja. Gedehnt durch 750. Dann kriegst du 8 Legenden. Wie viele Legenden musst du freischalten? Oh, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, das ist ja mehr unfair. Tisch, wir müssen. Wir müssen, egal wie, so ein Rostchen, oder du spielst, nee, du spielst übertrieben. Also ist schon doof, wie das finde ich, was wir gespielt haben, Ball, also 10.200 tun ich. Ach, schon 1000, mir ist schon der Battle Pass gekauft. Ist auch. Seriös. Was sind die? Ah, Legenden-Token. Genau. Der und ich da 6600. Genau, und ich fand, es geht aber noch sehr, weil ich kriege ziemlich schnell die zusammen. Ah, aber da musst du mal 12.000. Boah, dann ist es mir einfach, du kaufst so, ehrlich gesagt. Ja, beim Kaufen geht es natürlich viel mehr schnell. Weil wenn ich nicht Loba will, dann brauche ich noch 5400 Stück und Loba ist das nächste, was ich will holen. Wow. Wow, fuck. Wenn da genug für uns ist. Jo. Also ich geh flo, außer wer wirklich so ein Shampoo unbedingt den Mist tun, reinschalten. Aber ich probiere mal einfach drauf hinzuspielen. Sowieso fehlt mir nicht mehr viel für den Shampoo, ich will hun. Wen Shampoo willst du? Den, wo ich immer spiele, den hast du momentan für so free to play. Den hast du aber normal, was müsste dir kaufen. Ah, oh, okay. Hi Kiki, oh Gott, nein, ich fange mit solchen Sounds nicht an, weil dann wird es so ein richtigen Mädchen-Stream und das will ich vermeiden. Mädchen-Stream. Aber es ist diese Kawaii-Dinger und dieses Anna. Oh. Ah, du meinst Revenant. Revenant. Ja, ich will Loba holen. Loba ist mega praktisch, weil hat du eben den Schwarzmarkt dabei. Wisst ihr, dem Loba sing stärken, das nehme ich, dass er den Stab aufstellen kann. Und dann alles, was am Umkreis auf Blut ist, ist da dran. Ja, das weiß ich. Da, du meinst, Loba müsste man am Anfang auch mehr. Wenn ich mich darüber... Also der ist Markeiren. Ich bin frei, wenn ich bisher. Bis dann, der weiß, wenn man Loba hatte. Ich schaffe nicht Loba hinaus. Oh, das ist mega weit, Babo! Ja, ich will kein Geld noch bei uns tun. Go. Ja, ich guck das mal, Kiki, weil ich werde meinen ganzen Stream umändern in nächster Zeit. Das Aussehen gefällt mir nicht mehr. Ja, ich muss auch Erinnerungen machen. Ich muss unbedingt die Bit-Stickerin dran machen.
Ich mach das in nächster Zeit. Ich bin momentan so beschäftigt mit meinen Armbändern, dass ich nicht viel Zeit hab. Wir sind im Ring. Ah, Kiki, ich hab dein Armband fertig, ne, dass du Bescheid weißt. Ja, hab ich gesehen. Aber ich glaube, ich habe 7-8 Armbänder gemacht. Gestern war ich einfach, boah, wie lange waren wir wach, Beppo? 3 Uhr? 3, ja. Ja. Beppo und ich waren übelst lange wach gestern. Hallo. Marcel! Oh, Marcel, Junge! Marcel, Kiki ist im Stream. Also, ja, die ist aber nicht im Discord. Im Stream bringt mir das nichts. Willst du sie, dass sie in Discord kommt? Ja, bitte. Meinetwegen, wo sie in Discord? Kevin, ja, bitte. Ich hab dir ja bitte gesagt. Ja, hat Luxemburg im Zweiten Weltkrieg eine Rolle gespielt. Ja. 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 Abend. Ja, die scheint ja. Dardanen gefescht. Ardennen gefescht. Ardennen gefescht. Keine Ahnung. Was Ardennen gefescht? Jetzt fehlen nur noch die Ohren. Okay, sie ist gleich da, Marcel. Wir sind alle außerhalb des Rings. Dann bin ich ein Ketfer. Marcel, wie geht's dir? Bin kaputt von der Arbeit. Kann ich mir vorstellen. Ja, heute ist Katastrophe gewesen auf der Tanke, Alter. So viele Leute, oder wie? Ja, hör auf, ey. Ich stand 2,5 Stunden fast durchgehend an der Kasse. Ich konnte nicht auffüllen, kein gar nichts, Alter. Echt? Gab's Benzin gratis bei euch? Nö, wir waren relativ teuer. Bei uns kostet der Liter Super 1,86 oder sowas. Ach so, okay. Aber Kopf war halt ordentlich. 1,86. Hi Micha, wie geht's dir? Ich zahle 1,65. Selbst also ich passe gar nicht auf beim Tanken, wenn ich ehrlich bin. Selbst Diesel war mir zum Schluss auf 1,74. Oh, Shop, ey, das, ey. Das wo bist du? In welchem Spiel bist du? Mir geht's super, wie geht's? Mir geht's besser, Micha, mir geht's besser. Ich bin nur müde, weil ich mit Beppo bis 3 Uhr wach war. Einfach und übertrieben viel Armbänder gemacht habe. Marcel, ich habe 7 Armbänder oder so schon fertig. Sehr gut. Masseproduktion. Ja, aber ich hab meine Finger komplett verschnitten und alles. Ja, Kim. Zieh den Finger, mach den Shop auf und dann. Ja, ich weiß. Dann suchst du dir ein paar indische Kinder und die helfen dir dabei. Die chinesischen sind billiger. Ja, Beppo, aber indische sind schneller. Inder sind schneller. Ich nehm Beppo. Ja. Nee. Obwohl die Chinesen sind schneller. Stimmt auch wieder. Oh. Ich wollte Beppo aber nehmen. Ja, Beppo. Beppo, hast du schnelle Finger? Beppo, hast du schnelle Finger? Ja. Beppo hat wieder Bamos-Leitung. Ah, Verwähler. Verwählerleitung. Wer? Wer ist denn jetzt gerade dazugekommen in den Ding? Ah, Kiki ist dazugekommen. Ich dachte, jetzt hast du gerade ein Ding gemacht. Kiki! Ding! Oh mein Gott. Ja, alleine eigentlich, weil es ist sehr ruhig. Ich bin hier bei dir rechts. Ja. Ich höre Kiki auch nicht. Ich auch nicht. Vielleicht stellt sie noch was ein. Du hast mich ja. Ah, Marcel, Micha hat Texas Chainsaw Massacre gespielt vorhin. Und wie ist? Warte mal, ich öffne mal den Stream. Er hat gesagt, es wäre. Also, ich habe nicht mitgespielt, ne? Aber er hat gesagt, es wäre ein geiles Game an sich. Jo, habe ich im Stream ja auch gesagt. Das ist besser als DBD. Anspruchsvoll auf jeden Fall. Also, ich habe das Spiel noch nicht geöffnet, deswegen keine Ahnung. Kommt noch. Kommt noch. Findest du Texas Chainsaw Massacre besser als DBD? Bin jetzt im Chat drin. DBD ist Schmutz. Aber ich muss erst die Mod an sich machen. Es werden ein paar Leute gekickt, Mann!
Eben, wenn du Discord so machst, hört man dich allgemein noch im Stream oder bist du dann auch auf Mute? Wenn ich mich im Discord stumme. Also in OBS. Wenn du Discord stumm machst, hört man dich dann trotzdem im Stream? Ja. Ja. Weil man aber man hört Beppo halt nicht. Achso, ja, okay. Ja. Ja, wenn du mir sagst, dann mache ich Discord aus. Passt, dann mache ich aus. Ich habe hier einen Waffenskin. Keine Ahnung, wo der herkommt, der ist einfach plötzlich da. Guck. Ah, ich habe auf so zufällig gedrückt und dann jetzt macht das so hübsches Kind. Micha, bist du noch da? Ja. Micha! Jaha, schreibt er. Micha, ich habe dich was gefragt. Ich glaube, er hat es nicht gehört. Micha, findest du Texas Chainsaw Massacre besser als DBD? Bitte stimmen Sie jetzt ab. Eins in den Chat für ja und eins in den Chat für ja. Bin noch in Texas Chainsaw Massacre und probiere gleichzeitig zuzuhören. Also ich denke, da er es so viel spielt, findet er es schon gut. Er hat mir gestern geschrieben, DBD ist Schmutz. Nee, Schmutz also, ist es nicht. Also denke ich, dass er es schon gerne spielt. Schmutz ist es nicht, aber Texas Chainsaw ist anspruchsvoller. Kann ich nicht so richtig beurteilen. Wie, was kannst du nicht beurteilen? Nicht, dass du, dann sag auch nicht, dass DBD Schmutz ist, wenn du es nicht richtig beurteilen kannst, du. Das hat er mir ja gesagt, das hat er nicht dir gesagt. Das ist scheißegal, er hat's gesagt. Punkt. Hab erst 3 oder 4 Stunden. In DBD hast du nur 3 oder 4 Stunden, echt? Nein, in Texas Chainsaw Massacre. Achso. Oh, ey, lol. Man sollte muten, ne? Lul. Warte. Warum geht mein scheiß Mikro nicht? Wird das zum Kick? Okay, Marcel. Oh, das sind Gegner. Was ist? Du hast mich gerade so angegreift. Kiki. Ich hab mich schon wieder falsch gemacht. Du hast falsch gemacht? Fuck. Im Endeffekt, das ist deine Sache. Aber ich hab gehört, du hast einen Discord-Server jetzt. Ja. Warum hast du Kim und Micha dazugefügt und mich nicht? Weil ich dich in Discord nicht habe, mein Lieber. Kim soll dir bitte eine Einladung schicken. Du siehst mich doch hier. Du weißt doch, wie ich heiße. Du brauchst doch bloß auf Kims Channel aufgehen. Ja. Beppo, bei mir sind 2 Stufen. Was? Junge, überfordere mich nicht. Ich hab den eben erst eingerichtet, ja? Ich bin selbst überfordert mit der ganzen Sache. Ich bin froh, dass ich das mit dem scheiß Bot hinbekommen habe. Der macht da sowas nicht, wenn du überfordert bist. Da war ich gerade ein bisschen angefressen, weil ich hab gestern Zeit investiert, dir dabei geholfen und alles, und dann höre ich, ja, ich bin da und Micha ist da, und da dachte ich auch, alles klar, fick dich. Aber ich nicht, wie gesagt, nicht in Discord hatte, ich hatte halt jetzt erstmal, sei nicht böse, das war nicht bösartig gemeint, ich hatte jetzt halt erstmal nur meine Leute aus der Freundesliste alle hinzugefügt gehabt, und Kim und Dings waren halt mit drin und du noch nicht. Warte, ich kann näher. Warte, wir machen das ganz einfach. Oh mein Gott, von wo schießt der? Wir machen das ganz einfach. Brauchst du aber nicht. Ich habe hier so viele Server, wo ich nicht mehr drauf bin. Mir egal. Siehst du zumindest, wenn ich online bin. Nämlich da gerade auch meinen Streamplan draufgeschmissen. Ist zwar auf, du weißt nicht schon, wo der schießt. Der Dings ist geschickt. Warte, sonst vergibst du die Oh mein Gott, guck! Komm nach Hornet, beide Bam. Ah, ich hasse es. Warte, die kommen. Ja, wie gesagt, da war ich ein bisschen angefressen, weil das kommt im ersten Moment kacke, wenn... War nicht bösartig, ich hatte einfach nur erstmal alle Leute hinzugefügt, die mir halt direkt vorgeschlagen wurden, deswegen. Oh Mann, Messi für Pur Teams überwirf gehen. Ja, da waren 2 der 3 Teams, das war keine Chance. So, du bist mit drauf, hast eine Einladung bekommen. No. Ja, aber wenn du den gerade erst aufgemacht hast, wie gesagt, das kam halt ein bisschen kacke. Ich hab den vor, nicht mal einer Stunde aufgemacht. War ja nebenbei auch noch am Einstellen, das haben die gar nicht mitbekommen, die drauf sind gerade.
Jetzt ja, okay, dann kann ich dir direkt jährlich. Wie gesagt, brauchst du nicht. Ich habe hier so viel Server, das brauchst du nicht. Ich bin ja hier bei Kim drin. Das reicht mir erstmal. Ja, und du hast ja auch mein Instagram, da siehst du ja auch. Schöner Skin. Plan. Quasi. Du mit deinen Skins, Mann. Ich hab den auch auf sieht richtig schön Story aus. Gesetzt. Na, nur für den Streamplan jedes Mal brauche ich nicht auf den Discord-Server raufgehen. Ah, der ist halt auch dazu da. Ich habe da halt auch meine Kreativecke jetzt drin. Ich habe da jetzt mal alles reingeschickt, was ich so bisher gemacht habe. Oh. Ist auf jetzt das Glas von Rose und Stucky, weil die beiden halt auch auf dem Server sind. Und nicht, dass die dann in die Kreativecke gehen und das dann sehen und dann ist deren Überraschung kaputt, weißt du? Das muss halt nicht sein. Ja, alles gut. Nee, dann hat sich das hier mal auch geklärt. Es war wie gesagt nicht bösartig gemeint und nochmal vielen, vielen Dank an dich, Marcel, mit den Overlay-Tipps. Ich habe jetzt alles andere rausgeschmissen und muss ich noch rausschmeißen aus den Plugins oder ich lasse es drin. Ist ja scheißegal. Gut, ich rausschmeißen, sonst überschneidet sich das. Ich habe es ja alles rausgelöscht. Man muss trotzdem deaktivieren bei Twitch. Ja, das kann ich machen. Ja, stimmt, das wäre eine Option. Ich bin übel happy mit dem Overlay und es funktioniert auch alles so wie es soll. Dank deinem Tipp. Das alles beherzigt und ja. Nochmal danke dafür. Props an Gunka hier bitte. Ah, Prost, Beppo. Merci. Prost. Wow. Ah, ich bin der Jumpmaster, wie immer. Natürlich. Gut. Darf ich mich dann wieder für dünnisieren? Du darfst. Geschwinde. Okay, gut. Wie gesagt, nochmal, das war nicht bösartig, das hatte keine bösen Absichten oder so. Ja, alles gut. Wie gesagt, es kam ja jetzt im ersten Moment halt kacke rüber. Ich hab den, wie gesagt, du, ich kann's Kim fragen. Ich hab kurz nachdem ich, bevor ich Kim hinzugefügt habe, ist der Server gerade fertig geworden und das war noch nicht mal vor einer Stunde. Ja, vor einer Stunde habe ich Feierabend gemacht. Ich hätte. Kiki, ich hatte einfach gesagt, Marcel, du bist scheiße, dafür hast du keine bekommen. Das hätte ich jetzt noch verstanden. Das hätte ich jetzt noch verstanden. Nee, ist halt nicht geholfen. So, ich muss aber jetzt auch wieder. Ciao, ciao. Und okay, tschüss. Ciao. Reingehauen. So. Bist du, du kleine Hure. Bist du Stress? Nicht, by the way, der Toilette ist nicht Schmutz. Du kannst das noch nicht. Ich komme. Ich bin am Boden. Fuck, ich hatte ihn fast. Schon nicht viel Muni. Kann ich meinen Discord wieder anmachen? Sie. Dankeschön. Ist wieder an. Hast du das gespürt? Ich hab ihn fast ganz. Siehst du? Ah! Aber Micha, wenn du gerade am Zocken bist, dann füg mich mal hinzu, bitte. Dann können wir zusammen zocken. Wenn du noch am Stream. Ich hatte mir die falsch war von da und der schöne Motor Sniper niedergeschossen. Du hast mich nicht! Wehe, ich finde dich nicht. Steh auf, bevor ich dich selbst erledige. Ja. Danke sehr. Entschuldigung. Wir sind im Ring. Ich bin ganz sicher. Oh, mehr Simulanten kommen morgen. YOLO. Ich bin hier überhaupt noch in der Liste drin? Ist im Ring. Ach ja, er ist offline gestellt. Also immer offline stellen. Micha, bist du noch im Stream? Ah, ich glaube, er spielt mit Freunden. Bei mir aussehen. Bin ich denn kein Freund? Ich weiß nicht. Nein, zerrührt mich. Oh, warte, warte. Nein, warte, der tötet warte. Mich. Nein, ich kann nicht. Ich hab kein Schild, Mann. Jetzt sind da zwei. Mach die scheiß Tür wieder auf. Ja, okay, ja.
YOLO. Du hast alles gegeben. Ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr dazu. Ich hab wieder eine Kiste. Oder? Ne, keine Kiste. Wer ist denn online? Marcel ist online. Ein wildes Marcel. Ich war, überall bei mir ist hier Texas Chainsaw Massacre, Texas Chainsaw Massacre, Texas Chainsaw Massacre. Nein. So. Beppo? Jo? Ist das in Ordnung, wenn ich dann mit Marcel ein bisschen zu Texas Chainsaw Massacre wechsle? X, okay. Kommst du mit? Ich hab das Spiel nicht. Ah, du kannst ihn kaufen. Das Schildbrett. Nee. Micha, mein Hase. Micha! Jetzt kommt bald Nick rein und dann geht's. Wer ist hier Hase? Entschuldigung. Aber er ist noch nicht drin, oder? Niki, mein Schatz, bist du drin? Und bist du drin, wie das klingt? Nein. Und schreib jetzt hier nicht in den Stream, wann heiraten wir. Frühstück. Ich habe mich heute wieder mit einem Menschen vertragen, mit dem ich mich vor ein paar Monaten nicht mal gut verstanden habe. Und jetzt sind wir wieder gut. Wer ist denn dieser jemand? Nick. Ah, okay. Kevin, ist das normal? Guck, ich kann das bis ganz runter drehen und ich sehe trotzdem dieses Zeichen noch. Bildschirm muss sein oder so. Ach so. Ja, ein Bildschirm bleibt oder so. Fick die Scheiße. Ja. Ich hab das auf 5,05 gestellt. Ja. Ich kenne die ganze Geschichte im Texas Chainsaw zum Schacker. Kenn ich alles. YOLO. Das ist das ganze Spiel von... Das ist Ed Gein, junge Leute. Muss ich mir das reinziehen? Leider ja. Du startest das Spiel zum ersten Mal. Tim, ich erstelle meine Gruppe. Ich schicke dir den Code in Discord rein. Also ist noch dabei, ja. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Okay. Wisst ihr, Leute? Ich hab damals das erste Mal diesen Film gesehen. Ich muss sagen, bis heute hat er mich immer noch so schlimm traumatisiert. Weil es eine wahre Geschichte ist. Mhm. Nicht nur das, ich war einfach zu jung, um diese Scheiße zu gucken. Ah, viel zu laut. Soll man auch nicht im Kindesalter sehen? Nein, aber ich war schon im Lissee. Da warst das du Spiel nicht ist zu ja jung. Fucking hell, Mann. So, ihr habt den Code in allgemein reingepostet. Lautstärke, übertrieben laut. Ich muss alles runterstellen, weil sonst falle ich hier um. Arbeiten, schlafen. Nicht mehr. Kevin flirtet hier mit jemandem. Mit Männer Ersch. Ah, mit einem Typen, der irgendwo in der Nähe von Exo wohnt. Der zeigt auch gerne seine Knie, deswegen verstehen die sich wohl so gut. Die tauschen sich Bilder aus. du musst den Code da eingeben, den du da geschickt hast. Okay. 8 X. Entschuldigung, S N Y. Entschuldigung.
Bin ich jetzt drin? Du musst X drücken. Ja, 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 du stehst unten bei mir. Ja. Opfer oder Familie? Kein Plan. Entweder das eine oder das andere. Ja, lass Opfer machen. Bewache und kontrolliere die Schlösser, die Opfer können überführen. Er redet so laut, ne? Man hört nur ihn im Stream. Ja. Ne, man hört mich fast nicht im Stream und man hört nur ihn labern. Grausam. Harry, die alte Labertasche. Ja, er redet so fucking laut, dass man nur ihn im Stream hört, anstatt mich. Kann ich umstellen, wenn ich bin, oder muss ich dieses Mädchen sein? Nö, die würde ich gerne nehmen. Aber ich weiß nicht, wie das ändert. Einfach, Charaktere. Genau. Und dann musst du X drücken, wenn du haben willst. Da, wo ein rotes Zeichen ist, dann... Ah, ich bin Conny. Hat das geklappt? Ich bin Conny. Ah, ja, du hast geswitcht. Ich habe keinen Plan, wie das Spiel funktioniert. Du musst halt zwischendurch musst du immer so Knochendinger suchen oder halt Dietriche. Mit Dietriche kannst du Türen aufmachen. Mit Knochenreste kannst du Fallen entschärfen oder sowas. Okay. Oder die Killer angreifen. Warum bin ich halb nackt? Keine Ahnung. Das, du musst eine Runde spielen, dann kannst du einen anderen Style nehmen. Okay. Wow, wir können sogar chatten mit den Leuten. Ich schreibe Hi. Hi. Hat das jetzt funktioniert? Jo. Ja. Ich habe das. Ah, wir können auch miteinander reden mit denen? Ja, ich habe den Sprachfeld aber ausgemacht. Wow, das sind wir einen weiten Schritt vor DBD. Jo. Bleibe ruhig und versteckt. Wenn der Bildschirm gelb wird, dann sieht dich ein Killer. Wenn mein Bildschirm gelb wird. Ja. Da kommt dann so ein gelber Rand. Dann bist du quasi in Killersicht. Du kannst dich im Gras verstecken, dann wirst du kaum gesehen. Und dann werde ich aufgeschlitzt. Wie komme ich jetzt raus? Musst du ganz langsam Viereck drücken. Wenn du langsam? Oben am Lautsprecher bist, dann hört man dich. Also dann hören die Killer dich. Am besten immer so kurz vorher aufhören. Scheiße, es ist gerade rot geworden bei mir. Ich versuch's. Wenn es einmal kurz rot wird, macht nichts. Ich versuch's, bloß nicht. Hab noch ein bisschen. Jetzt. Okay. Zeigt, was ihr könnt. Ja, spiel mit, Micha. Spiel mit. Was muss ich jetzt machen? Was machst du? Bist du das? Ich bin hier durchgegangen. Es hat Lärm gemacht. Hatte ich darunter, die wissen eben. Ja, aber Micha, spiel mit! Ich habe überhaupt keinen Plan, wo ich hin muss, Leute. Ist das schon? Erstmal aus dem Keller rausfinden. Wie knack ich denn so ein Schloss? Warte, ich komme, ich habe einen Dietrich gefunden. Achso, X halten oder X drücken ist das Rennen. Ich weiß nicht, wie man ein Schloss knackt. Du musst den linken Stick bewegen. Und dann? Schlechter Einbrecher. Du musst den so lange drehen, bis der Schraubenschlüssel grün wird. Ach so, okay, und dann? Und dann durchgehend Viereck drücken. Aber nur darauf achten, dass das Zeichen nicht wieder rot wird. Ja, nee, Micha, ich finde das nicht in Ordnung. Du könntest ja, ruhig der Killer ist hinter mir her. Ich kann mich nicht so sehr auf euch konzentrieren, meine Schätze im Stream. Welcher Killer? Da gibt's doch mehrere. Leatherface ist hinter mir her. Oh, ich hab die Tür hier gleich offen. Nicht zu spät, weil ich muss auch irgendwann ins Bett. Aber ich zieh das jetzt durch. Die Tür ist offen. Sehr gut. Komm, kann ich da hoch?
Musst du stehen bleiben, wenn er... Jetzt bleib stehen und beweg dich nicht. Nicht bewegen? Nee, nicht bewegen. Und dann, wenn der Controller aufhört zu vibrieren, kann sich wieder bewegen. Er hat aufgehört zu vibrieren. Ja. Kann ich jetzt hoch? Du kannst hoch, ja. Ist es clever, hochzugehen? Ne, du musst hoch. Marcel, warum hast du mich alleine gelassen? Weil ich vor dem Killer fliehen musste. Oh nein, hier ist gelb, hier ist gelb. Ah! Ah! Kann ich irgendwie laufen? Mit X. Mit X läufst du. Da hat ein Killer mich gesehen, aber da ist doch niemand da. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Kann ich mich irgendwie wehren? Nein. Ich habe mehr Angst in diesem Spiel gerade als bei DBD, ich jemals hatte. Wo komme ich hier raus? Kann mir das jemand erklären? Geht's hier irgendwo raus? Warte, ich bin auch gleich draußen. Oh, Micha, halt die Fresse. Ich hab dich lieb, aber halt die Fresse. Oh. Hier kann ich Gesundheit aufnehmen. Oh mein Gott, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Mich gleich ein. Komm mit, Kim. Ich hab nämlich gerade eine Mutter. Wie renne ich? Okay, mit X, mit X. Danke sehr. Du wirst sterben. Hör auf, Micha. Warum sind wir jetzt gelb? Weil hier der Opa irgendwo sitzt. Wer ist da vor uns? Ist er gut oder böse? Ist das ein Killer? Schwör, ich renne einfach weg. Ein Killer sieht. Wie kann ich bücken, ne? Ich habe mich in den Busch gesetzt. Er jagt dich, glaube ich. Ja. Es ist hier Strom. Gutes Hühnchen. Gutes Hühnchen. Ja, okay. Digga, verpiss dich doch mal, du Stück Scheiße. Ja, jetzt kommt die nächste. Ach komm. Da ist das Dingens. Ich bin tot. Alter, der hat mir halt von... Nein! Nein! Au! Au! Ich guck den aber jetzt zu. Weil ich will gar... Wir will gucken, wie die das machen jetzt. Mann, was schreit der denn so? Komm mal runter. Ist Beppo noch bei uns? Ich bin noch da. I can do it. Also, ich habe jetzt einmal gespielt. Also, ja, meine erste Runde war auch voll für den Arsch. Die Killer, die müssen halt den Opa regelmäßig mit Blut füttern, damit der stärker wird. Der hat Opa. Insgesamt 4 Phasen, glaube ich. 4 oder 5 Phasen und Phase 5 bist du dauersichtbar. Ach du Scheiße. Mhm. Und jedes Mal, wenn er schreit und du dich bewegst, hast du halt einen gelben Rand um dich rum. Dann wirst du gesehen von den Killern. Ach du Scheiße, okay. Und du musst zwischendurch immer mal ein bisschen Heilung mitnehmen oder einen Dietrich und einen Knochenrest zum Beispiel. Wo komme ich raus? Das musst du suchen. toll. Ich kenne die Ausgänge auch noch nicht. Aber im Garten ungefähr weiß ich, wo der ist. Da musst du nämlich am Auto erst eine Autobatterie entschärfen, weil da ist ein Wasserschlauch dran. Und dann kannst du das Tor öffnen. Aber wenn du das Tor aufmachst, kommst du nicht raus, weil am Boden so ein Gitter ist, was unter Strom ist. Ah, ja, da fällst du, ja. Weil es gibt halt das ähnliche Spiel Freitag der 13. Ja, das kenne ich auch.
Da musst du auch, glaube ich, Autobatterie entschärft und sowas. Mhm. Ich habe das immer mit Nick gespielt. Aber soweit ich weiß, soll dieses Spiel, ich glaube, das wird bald weggenommen. Mhm. Weil ich weiß, weil die haben die Lizenz verloren. Übrigens, Ende des Jahres wird die, der PS4-Server offline genommen. Was? Echt? Ja, habe ich vorhin gelesen. Was heißt das denn? Dass für PS4 kein Support mehr gibt. Dann bist du richtig gearscht, ne? Ja. Warum muss man eine PS5 kaufen? Ja. Alter, guck, die bewegen sich ja voll viel. Da siehst du jetzt in die gelb umrandet, siehst du? Da in den blauen Kisten ist immer ein Dietrich drin. Kannst du dir schon mal merken. Ich gucke mal den Stream, wie das Spiel da aussieht. Grafisch ist auch besser als DVD, finde ich. Ja, das definitiv. Ja. Und ich glaube, ein Shop oder sowas soll es gar nicht geben. Hier drin. Finde ich gut. Wir haben uns vorhin noch aufgeregt über den Shop bei Apex. Ah, du kannst dich auch im Schrank verstecken? Ja, oder in einer Tiefkühltruhe. Das ist jetzt eine Kim mit der Diadem wieder. Da darfst du aber nicht so lange drin bleiben in der Tiefkühltruhe, weil du verlierst irgendwann Sauerstoff. Okay. Oder du abfrierst irgendwie so, war das ja. Okay. Ah, ich habe ein bisschen in den Streams geguckt. Guck, die klebt die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum. Nervt mich voll. Dann blockiert der einfach so da NPC-mäßig. Können andere mich auch heilen? So wie DBD? Ja, kannst du. Du musst aber so einen Heiltrank dabei haben. Ich hatte so einen. Den kannst du andere heilen. Sie wird auch gejagt. Von wem wird sie gejagt? Ja, dann bleib doch stehen, Süße. Meine letzte Runde ging übrigens 25 Minuten, weil ich den Ausgang nicht gefunden habe. Oh mein Gott, so lange. Können wir den Killern wehtun? Ja, brauchst du Knochenriss dafür, was die da, die Alte auf der rechten Seite hat. Okay. Das links ist ein Dietrich. Du wechselst mit den Pfeiltasten. Links und rechts. Kann man das alleine überhaupt gewinnen? Ja. Geht da sowas wie eine Luke näher? Leider nicht. Ja, die hat keine Heilung dabei. Die hat schöne Tattoos am Rücken. Schafft sie das? Die hat einen Big Booty. Die wird sterben. Jetzt ist er Level 4, das heißt, jetzt sehen sie sie ständig. Nee, ein Level fehlt noch. Er ist hinter dir! Die wird Mann, du hörst die Säge doch! Ich bin nervös. Okay, ich mag den Film. Schafft sie nicht, die ist jetzt schon wieder am Anfang. Die wird sterben. Ja. Guck, wie sie immer da so liegt. Sie spielt toter Mensch. Ah, sie ist tot. Ja. Gleich in die nächste Runde oder willst du nochmal ins Menü? Hey, Slenderman. Was? Willst du gleich in die nächste Runde rein oder willst du erstmal nochmal ins Menü? Nein, ich will nächste Runde. Yeah, Kim ist Level 1. Also wenn ich bis drin im Spiel bin, weil guck die Punkte, Marcel und ich haben die meisten Punkte. Ja, die anderen haben auch wie NPCs gespielt. Micha, ich werde dich so ficken in dem Spiel, Mann.
Als Killer ist das nervig zu spielen. Ja, Micha spielt Killer. Ich werde dich zerstören, Micha. Du siehst die Opfer halt nur, wenn sie aufgedeckt werden. Können wir auch so gemeinsam spielen? Jo. Wie meinst du das gemeinsam? Also gemeinsam spielen, dass zum Beispiel, dass Micha halt auch mit drin ist im Spiel. Ich glaube schon, ja, weiß nicht. So direkt habe ich mich noch nicht beschäftigt mit dem Spiel. Ah, ich hör Leute. Ich bin schwarz. Das erste Mal in meinem Leben. Ich bin schwarz. Er sieht aus wie Eddie Murphy. Ich bin schwarz. Du weißt ja, die Schwarzen sterben in den Horrorfilmen als erst. Wahrscheinlich. Nee, bei Mac 2 nicht. Das war kein richtiger Horror. Ja, so sieht Tom aus, wenn er die Haare geschnitten hat. Achso, Kim, der Killer unten in der Mitte, der kann Spuren lesen. Der Anhalter. Ich glaube, das ist der Anhalter, ja. Okay. Also diese Hirella oder wie der heißt. Okay. Und also bei dir ist er rechts. Nee, das ist Johnny. Ja, genau. Dieser Johnny, der kann Spuren lesen. Und die Alte, die Frau von den Killern, die kann Sachen vergiften. Oh, fick dich doch ins Knie. Das Game, nicht ihr. Ja, Marcel, dann jetzen wir uns jetzt da rein. Daran. Jo. Voll in die Vollen. Ich wechsle ab zwischen Beppo und Ja, alles gut. Selbst wenn du mal eine Woche nicht spielst, ist... Ich krieg das hin. Marcel, ich bekam gestern meine ersten Bits von einem Spender. GG. Wie viel denn? 10. Ja, immerhin. Und 10 Cent. Ja. Meine Einnahmen haben sich verdoppelt. Oh, Verwiderleitung. was wollte ich sagen? Gibt es verschiedene Maps? Oder nur eine Map? Nee, es gibt Schlachtendämme, also Schlachthaus, Tankstelle und irgendeine andere noch. Okay. Jede Map hat dasselbe Prinzip, um rauszukommen? Ja, aber die Ausgänge sind irgendwo anders. Okay, ich also was ist ja nur Schlachthaus und Dings gespielt, Tankstelle. Okay, also ich muss dieses Stromdingens außer Gefecht setzen. Bin ich da richtig? Das ist nur auf die Map, wo wir gerade waren. Hi, Ki! Hase ist im Stream. Hallo. Das ist noch süß im Gegensatz zu anderen Sachen, die du normalerweise so raushaust. Meine liebe Kimi. Ich hätte hübsche Leber gehabt heute. Micha meint, ich soll mich hier rausreißen, egal ob die mich hören, weil die wissen sowieso, dass ich da bin. Texas Chainsaw Massacre ist am Freitag erst rausgekommen. Ähnelt ein bisschen Freitag der 13., was wir immer gemeinsam gespielt haben. Meine hübsche Kimi. Ja, deine hübsche Kimi. Ich renn hier durch. Ich bin schon weiter. Wir sind Gamer. Wir brauchen schon Gamer. Nick, wenn du willst, kannst du auch wann heiraten. Ich wusste es. Ich hab dir gesagt, mach einen schönen Antrag und dann reden wir nochmal darüber. Okay, wie stich ich auf den jetzt ein? Du musst den Gegner von hinten anstechen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ah, hier ist so ein Dingens, wenn ich da durchrenne. Du wirst vom Killer gesehen. Du hast einen gelben Rand.
Ja, ich weiß. Ach Gott, ich renn hier durch. Scheiß drauf. Motorsäge. Ey, ich wollte diesen scheiß Dietrich haben, Mann. Immer diese Gewaltausdrücke. Okay, alles klar, ich komme. Ja, ja, Nick, ich möchte den bombastischen Antrag haben und dann reden wir weiter. Aber Niki, was ich sagen wollte, du kannst auch in meinen Discord-Channel kommen, dann kannst du mitreden. Das kannst du ja über dein Handy machen normalerweise. Lauf. Ich opfer hier jeden, ist mir scheißegal. Kommt klar. So, ich geh jetzt mal rauchen und dann wird weiter Apex gezockt. Oh. Digga, das war so klar, Alter. Willst du in den Discord-Channel kommen, Hase? Was ist denn das hier? Oh mein Gott, auf hier durch. Kann man auch mehrere Dingens mitschleppen? Nee, kannst nur zwei Dinger mitschleppen. Stehen bleiben. Oh nein. Oh nein! Boah, wir sind alle beieinander. Leider ja. Hier ist eine Falle. Wie komme ich jetzt hier raus? Ja, du musst dir die Discord-App runterladen. Hast du Discord? Du musst dir halt Discord dann machen, Hase. Nicht gelernt, aber ja. Discord. Ja, nee, er hat Discord gar nicht. Er muss sich noch ein Ding machen. Lad dir die App runter und dann machst du dir einen hübschen Namen. Und dann lade ich dich ein. Ich mach die Tür gerade auf. Ich warte kurz. Dann laufe ich in deine Richtung. Ich weiß nämlich nicht, wo die ist. Tür ist offen. Oh, hat mega Lärm gemacht. Hm. Ja, oh nein, Digga, verpiss dich! Ich komm gleich über hier. Okay, Hase. Ich bin auch draußen. Entschuldigung, ich wollte nicht so schreien. Aber der ist plötzlich hinter mir aufgetaucht, der Penner. Oh nein, ich bin in eine Sackgasse gerannt. Oh nein, ich will nicht kämpfen. Oh nein. Kämpf! 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 Ich bin gestorben. Ja, mich hat Leatherface auch gerade fast zweimal gehabt, ey. Johnny hat mich gekriegt. Texas Chainsaw Massacre. Ich liebe dich, Niki. Kommst du jetzt in den Discord? Da kommen zwei hinter dir. Mann, ich war gut. Ich hab euch die fucking Tür aufgemacht. Schon wieder. Mann. Ich überzeug dich immer, Niki. Guck dir dieses Gesicht an mit dieser süßen Krone. Das ist am Freitag erst erschienen. Das Spiel, ja. Ist wie DBD. Ja, er kann mitspielen, wenn er will. Ja, du kannst mitspielen, wenn du willst. Können das zu wie viel spielen? Sieben oder so, ne? Ja, Survivor nur zu viert.
Oder halt privater Schmerz. Ja, muss das spielen kaufen, es kostet 35 Euro. Kennt ihr Dead by Daylight? Kennst du Dead by Daylight? Ja. Hat er das gespielt? Nee. Okay. Ähnliches Prinzip, nur besser. Ähnliches Prinzip, nur besser, würde ich sagen. Sagen hier Dead by Daylight Veteranen. Ich hab keine Heilung, ey. Red Bull. Ein Film? Texas Chainsaw Massacre ist ein Film, ja. Ein Horrorfilm. Texas, meinst du jetzt? Ja, aber nie geguckt. Mega brutaler Film. Da wird Menschen die Haut abgeschnitten. Ja, das ist einfach nicht meine Welt. Ich guck sowieso nicht viel fern. Ich spiele lieber an mir selbst. Oh, Marcel, wenn er Fährten lesen kann, findet er dich denn jetzt nicht? Wenn er so schlau ist und seine Fähigkeit anmacht? Ich bin ehrlich. Ah, die Leute sind noch... Wir haben halt den Vorteil, niemand ist bis jetzt schon mega der Bobo. Weil ja, das Spiel hat ja erst angefangen. Ja, nee, also den Vorteil hatten wir bei DBD nicht. Nee, klar, das ist eine gute Abwechslung, ja. Krieg ich meine Zigarette wieder? Boah, warte. Mobst der mir meine Zigarette hier? Ich brauch mal ein bisschen Heilung, ey. Du kannst ja schon, das Beppo, sollen wir nächste Woche essen gehen? Samstag? Freitag? Samstag? Wo bist du? Ah, Beppo ist rauchen. Boah. Ich frag Dylan, ob er auch mit essen geht. Und Joy. Wie benutzt man die Sachen, die man sammelt? Zum Beispiel Heilung. Was für ein Knöpfchen muss ich da drücken? Dreieck. Dreieck, okay, danke. Das ist ja hier drüber über das Ding. Okay, Dreieck. Okay. Ah, okay, 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 danke, danke. Weil ich hatte vorhin Heilung, aber ich konnte es nicht nutzen, weil ich nicht wusste, wie. Komm. Ah, hier geht's raus. Okay. Also Nick, der jetzt auch in den Channel kommt, ich habe den kennengelernt über DBD. Nick und ich werden mal heiraten, gut, damit ihr Bescheid wisst. Gute Voraussetzung. Komm her, wo bist du? Ich hab zwei Splashies. Ah, du hast auch noch Splashies. Soll ich mal gucken, wo der Addo dran ist, Marcel? Mhm. Sie rennt umher. Kann die Ex nicht, sie ist jetzt stehen geblieben? Digga, der Opa lädt schon Level 4, Alter. Leck mich am Arsch. Ah, die rennen ständig dahin. Ich kann dir nichts sagen. Sie ist im Außenbereich. Ja, ich du auch. Anlage Hintertür. Ist aus dem Schlachthof geflohen. Sie ist schon draußen, oder wie? Ist dann Biggie. Nein, das wollte ich nicht. Ah, sie ist drin. Du bist... Nee, du bist drin, sie ist draußen. Oh mein Gott, Leatherface steht einfach nur einen Zentimeter hinter hier und er sieht sie nicht. Oh oh. Sie ist draußen. Ah, ich bin da gestorben. Was hallo, oh, gehst du da mal durch? Willst du mich verarschen? Ich habe vorhin auch so gebackt und da hat er mich getötet. Alles nur, weil ich stehen bleiben musste, ey. Das Spiel macht mich so übertrieben nervös, ne? Morgen. Hallo. Oh mein Gott, Erik!
Wie geht's dir, mein Guter? Ja, es geht, wa? Man lebt. Ich hab schon lange nichts mehr von dir gehört. Ich hab's gemerkt. Ohne? Wir müssen sowieso nochmal. Wir müssen miteinander reden, sowieso. Da siehst du, jetzt ist er auf Höchstform, jetzt ist sie dauerhaft sichtbar. Ja. Das Tor meine ich. Da muss sie jetzt gleich erstmal so ein Teil holen. Ein Ventil, kann das sein? Ein Ventil, genau. Und das okay, muss sie da. Okay. Ja, scheiße, ist vorbei. Ja. Zockt ihr gerade Dead by Daylight oder was? Nein, nee, Texas Chainsaw Massacre. Ja. Warum will mich keiner massakrieren? Ist doch voll unfair. Du kannst ja mitmachen. Auch. Ach, da wird jemand gerade getötet. Du kannst ja mitmachen. Lass mich jetzt sein, bitte. Ich hab heute Scheißtag. Lass mal kurz ins Menü. Ins Menü? Freischaltbaren Gegenstand. Kann ich irgendwie machen, dass ich immer dieselbe habe? Zwei Stück. Meistens hast du die, die du ausgewählt hast, auch in der nächsten Runde. Ja, aber ich hatte das eben nicht. Denn da war einer früher in der Lobby und hat die ausgewählt. Das ist gar nicht böse gemeint, aber ich will halt nicht mit einem Typen spielen. Wieso? Kann ich es einfach so auswählen und dann habe ich die nächstes Mal? Okay. Wartet. Oh Mann. Wer ist das denn? Ich bin aus der Lobby raus. Ne, ich bin nicht so Lobby. Der Altvater wird uns heute begünstigen. Geh mal auf Anpassung. Anpassung, ja. Dann wählen wir die Blonde aus oder den Schatten. Ich hab die ausgewählt. Conny. Genau, und jetzt gehen wir rüber auf Fähigkeitsbaum. Fertig, ja. Ja, Fähigkeitsbaum. Ja. Und unten unter dem Charakter steht eine 10 bei dir. Ja. Das sind die Punkte, die du jetzt ausgeben kannst, um deinen Fähigkeitsbaum hochzuleveln quasi. Du kriegst pro Runde immer einen Punkt oder je nachdem, wie viel Punkte du machst im Spiel, kriegst du halt ein oder zwei Punkte. Und in der Liste unter dem roten Banner steht dein Kosten 1 zum Beispiel. Ja, genau. Du hast jetzt 3 Stück ausgegeben schon. Fresh. Du musst aber immer gucken, ne? So, ich habe mich da mit einer schon ordentlich. Gewährt einen zusätzlichen Eigenschaftspunkt, der dem Charakter Ausrüstungssatz, das ist doch gut. Ja, das habe ich bei einer gemacht und dann, zack, ich habe meinen Baum komplett hingeholt. Ich muss den bei ihr nochmal machen. Ich bleib jetzt mal so. Bei Sissy war das. Die habe ich nämlich schon auf Level 6. Ach so, okay. Du musst halt da ein bisschen lesen, ne? Okay. Wieder Opfer oder willst du Killer mal machen? Ne, ich bin lieber Opfer. Mann, du Opfer! Ein weiter Weg zum Ring. Wie geht's dir, Hase? Auch gut, wa? Als hätten wir heute nicht schon dreimal miteinander telefoniert. Ja. Achso, ja, wir sind dein Bestes. Aber wir werden aber nur heiraten, wenn du mir den bombastischen Antrag machst. Ja, ich bin zwar ein bisschen kreativlos, aber versuche mir damit zu gehen. Ja, du hast besser. Was ist das für ein Spiel? Also ihr habt ja schon gesagt, wie das heißt so. Ja. Ich kann mir schon ungefähr vorstellen. Das ist quasi wie der Ballet, der halt nur ein bisschen anspruchsvoller. Also ich finde, es ähnelt eher Freitag der 13. Ja, Freitag der 13. Oh, den Freitag, den habe ich aber jeden Montag, wa? Oh. Das ist bei Freitag mussten wir ja verschiedene Sachen machen, um rauszukommen, ne, mit dem Auto und diese Sachen. Mhm. Und hier müssen wir halt auch irgendwie das Tor aufmachen, Türen aufmachen. Also ist eigentlich dasselbe wie Freitag. Nur hier hast du 3 Killer. Okay, über was zockt ihr? Also Konsole? PlayStation. Okay. Dann kann ich mir das ja auch gleich holen. Lasst euch von der Karte. Dann spielst du mit. Ja, na klar. Ich kann mich ja nicht alleine lassen. So. Brauch nur 2 Tage, bin ich eh besser wie du. Kein Problem.
abgehoben. Wie bitte? Hast du das jetzt echt gesagt? Nein. Eins muss man lassen, war dein Charakter sieht schon echt verwechslungsähnlich aus, wa? Okay, wenn du deine Kamera ein bisschen kleiner machst, dann sieht man auch die Fresse von ihr. Das stimmt, wohl wahr. Oder du machst deine Kamera unten rechts, so unten links. Ja, genau so, passt. Gibst du auch Perks oder sowas in dem Spiel? Ja. Ja. Perfekt. Und es ist Cosplay, hat Micha gesagt. Ja, ist auch perfekt. Es gibt einen neuen Killspitzenreiter. Alter, das ist der Typ im Spiel, der labert. Kann ich den ausschalten? Der nervt mich. Aber das wäre fast eine reine Frauenrunde, sehe ich gerade. Was los bei euch? Hauptsache Leland ist dabei. Ich will, dass der seine Klappe hält. Dieser BR-Out, der will deinen Charakter haben. Der hat im Chat geschrieben. I want Conny, please. Pff, geh fick dich ins Knie. I want Conny, please. Fick dich ins Knie, dann geh doch. So hast du schon ausgestellt. DVD ist auch kein Mensch mehr hier, was? Ich ab und zu, aber nur noch Killer. Wenn er mir 100 Euro gibt, gebe ich ihm Conny. Boah, wie viele Subgifts sind das nochmal? 42, oder? Was, für 100 Euro? Ja. Ja, kein Plan. Ich glaube, ich habe letztes Mal 5 oder 10 Stück verschenkt. Das war schon übelst teuer. 50 Euro, glaube ich. Also pro Sub ein 5er. Oder 4 Euro mittlerweile. Ja, okay. Selbstester Mann. Danke fürs Rechnen. Viel zu teuer, diese Scheiße, für das, was es ist. Leider wohl wahr. Nein. Hätte man mal das vor Fortnite gesagt, weißt du? Ja. Hier ist jemand vorbeigekommen. Flüchten. Folgen wir ihm. Weißt du was? Es ist mega. Alle ab am Hängen. Die wissen doch eh, dass wir flüchten. Die wissen ganz genau, wo wir sind. So scheißegal, ob du Lärm machst oder nicht. Oh. Ich verpiss mich. Oh, alles klar. Leatherface steht einfach vor mir. Yo. Nicht cool. Und durch. Ja, darauf hättest du bestimmt gut reagiert. Alter, die hat zwar einen richtig geilen Booty. So, meine auch, deswegen will ich die auch immer haben. So ist das also. Es sind immer so hässliche Kerle dabei. Und die Frauen sehen immer so aus, meine Fresse, als würdest du sie flachlegen wollen. So. Immer so schlampenmäßig. Na, so richtig schlampenmäßig. Gehst du weg, Mann? Ich hab dich hier schon ge... Oh, oh. Jetzt muss man stehen bleiben. Opa ist wach. Na, wie sind die schon aus dem Keller raus? Hier vorne bei mir. Ich drehe mich gerade im Kreis. Ah, okay. Hat man nicht mehr gesehen. Oh. Oh mein Gott, ich bin richtig YOLO hier. Gib den Opium, denn Opium bringt Opium. Ich habe gerade eine Tür aufgemacht, Kim. Also, hier hast du deine Leiter. Da, ihr seid raus. Alle aus dem Keller, habt mich eiskalt hier liegen gelassen, wie so keine Ahnung, Amber Hart auf dem Boden. Ich habe vorhin diese auf Netflix Johnny Depp gegen Amber Hart geguckt. Ah, was? Lauf jetzt, Mann! Dauert aber lang, das Schloss zu knacken, wa? Also, Delay ist zwar auch noch drin. Dann brauchst du drei Phasen, was du dabei gerade. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so... Oh, hier ist Opa! Es tut mir leid, Sir, es tut mir leid! Dreh dich mal um und lauf mal in meine Richtung, Kim. Nein! Nee, warte, noch nicht. Bleib stehen. Okay. Also, wie geht... Nein! Drück mal R. Nein!
Deine Fähigkeit ist übrigens. Deine Fähigkeit ist übrigens schneller Löcher knacken, ne? Naja, meine Fähigkeit ist hier gerade meine Beine in die Hände zu nehmen und wegzulaufen. Autsch. Warte, Kim. Komm hier. Nee, ich lauf weg, der ist hinter mir. Ich fühl's. Nee, der ist nicht mehr hinter dir. Der fühlt du fühlst. Oh nein. Warte, bleib stehen, Kim. Bleib stehen. Der ist hinter mir! Ja, jetzt wieder. Das ist aber ein anderer. Alles klar, zwei auf mich. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ich hab den Ausgang gefunden. Digga, sind das Hurensöhne, Alter. Ach, Digga. Halt die Klappe, du blödes Huhn. Ich bin direkt wieder da. Im Stream bin ich. Ich muss nur kurz mal auflegen. Okay. Kim, du brauchst ein Bind für das Period. Das war richtig frauenfeindlich. Böse. Böse. Ist rausgegangen. Was denn jetzt? Ich möchte den See sehr gerne abstechen. Ich habe den Ausgang gefunden, aber ich komme nicht raus. Was brauchst du denn? Ein Ventil. Das ist irgendwo an der Hauswand. Hier brauche ich einen Dietrich. Ja, dann suche er einen Dietrich, das ist er wahrscheinlich. Oder wahrscheinlicher, dass du so ein Ding findest. Hier können wir uns verstecken. Im Ventil gibt es, glaube ich, nur ein oder zwei Stück. Können wir ins Haus rein? Boah. Stehen bleiben. Hm. Können wir wieder? Ja, ne? Ja. Ich pinkel mich hier gleich ein. Der Kettensingen Fuzzi. Kimani. Geh durch, Kimani, geh durch. Geh durch. Oh mein Gott, ich hab mich gerade fast eingepinkelt, Mann. Im Ring. Ich dachte, das wäre einer von uns. Wie mache ich das hier, um sie auf sie einzustechen? Ich habe auf sie eingestochen. Hilfe. Ich bin tot. Ladeschilde auf. Naja. Ja, das Spiel ist ja schon schwer, ne? Hm. Bist du schon tot? Ich wurde gleich von zwei Killern geholt. Am Anfang. Ich wollte die beiden von dir ablenken und dann haben sie mich beide geholt. Schreibst du mir jetzt echt schlecht in den Stream? Aber sonst geht's dir noch gut? Du mutest dich im Discord? Und dann schreibst du mir schlecht in den Stream? Ist das ihr Ernst? Abgehoben. Abgehoben. Hat das Spiel noch nie gespielt, aber schreibt schlecht. Also, ich weiß nicht.
Nick. Ja. Also, wenn du solche Sachen schreibst, ne, dann wird das mit dem Heiraten nix. Ah, nee, warte, ich brauch super. Was sagst du? Die anderen waren schlecht, sorry. Du warst super scheiße. Tja, ja, ich hol mir das Spiel auch. Ich das nicht. Dann könnt ihr über mich sagen, ich bin schlecht. Ich bin ja, schlecht. PS Plus 35 Euro. Ja, passt schon, ich bin eh in Spaß. Krieg ich schon hin. Tja. Meint ihr, das ist wieder so ein Spiel, was nur 2 Monate Hype haben wird und danach total ausgelutscht ist und kein Mensch mehr das Spiel spielt? Ich glaube nicht. Selbst Dead by Daylight ist noch halbwegs im Hype. Ja, aber Freitag der 13. war halt übel schnell ausgelutscht und hat kein Mensch mehr gespielt. Ja, das war ja auch nicht anspruchsvoll. Das ist ja anspruchsvoller, finde ich. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass das rauskam, Digga. Ich schon, aber ich habe es nie gespielt. Ich hab mir Freitag nur wegen dir gekauft, Nick. Ich weiß, weil ich dich vollgelabert habe, du sollst es dir kaufen. Es war ein dummes Spiel. Ja, war's auch, aber ich wollte halt einfach nur, weil wir zu viele waren, wollte ich dann für alle zusammenspielen können. In DBD geht das halt nicht. Ah, wir hätten die halt einfach alle kicken sollen. Ja, das hätten wir auch machen können, ja. Ich meine, im Endeffekt spielen wir mit von denen keine mehr. Also, ich mach einen Bubble, Digga. Und mit den Leuten spielen wir heute sowieso nicht mehr. Nicht mit einem. Wir können ja mit dir reden! Das ist der. Oh. Hm? Einer ist rausgekommen. Oh mein Gott. Du spielst jetzt nie wieder DVD, Kim, oder was? Doch, aber. Ah, weißt du. Lass das mal wieder spielen, ich zieh dich ab. Nein, Spaß, ich helfe dir. Ich hol dich vom Haken, ich heile dich. Was? Du ziehst mich ab! Na klar, zieh ich dich ab. Nein. Du bist nicht nett heute. Nein, ich meinte natürlich, dass ich dich supporten werde. Mhm. Ja. Ich werde dich supporten und dich heilen und runterholen und ich werde so einiges tun. Nächste Runde, Kim, oder? Mhm. Mhm. Also, Niki, ja? Ja. Dünnes Eis, mein Freund. Ja, ich merke schon, ich breche gleich ein. Ich komm gleich zu dir und dann hau ich dich. Oh. Ah, C-R-I-N. Als wäre das nicht dein Ziel. S-P? Neuer Killspitzenreiter bestimmt. Chris Pumpster, so schwer ist es nicht. Ex-Hamster. Die Leute sind alle überfordert. C-R-I-S-P. Warte, ich schreib das bei Kim in den Chat. Nee, es ist. Kevin hat jemanden im Fortnite, der will in meinen Stream kommen. Achso. Ja! Ah? Soll ich dir mal einen ganz schlechten Anmachspruch sagen? Ja, gib's mir. Ich bin Möbelpacker, kann ich dir beim Ausziehen helfen? Was? Ah. Echt scheiße, oder? Das kannst du besser, du hast noch schlimmere, bitte. Ich hab meine Telefonnummer verloren, krieg ich deine? Ja, Digga, mein Kühlschrank ist kaputt, kann ich meine Gurke bei dir reinstecken? Dick! Haus? Was ist dein Haus? Ha, Kevin. Gibt's nicht eins so mit dem da waren deine Eltern Terroristen, weil du bist eine Bombe. Digga. Danke für den Follow, der Kerl, der bei Kevin im Achtung, soll mal spenden. Im Spiel so. Ist. Sie werfen einen Replikator über uns ab. Warum ist das so fucking klein? Aber gut, dass er nach 3 Trilliarden Jahren meinen Stream gefunden hat. Wie bitte? Alle, Nick, nee. Schön noch einen hören. Boah, Digga, muss ich mal sehen, ja. Mein Hirn ist komplett tot heute. Wie immer. Was? Aber ich kann hier Call You singen, wenn du möchtest. Ja, also, lieber Stream, Nick singt euch jetzt Caillou, weil er macht das richtig Nick, hübsch. Warte, bevor du anfängst. Ja? So, kannst. Mich jetzt gemutet oder was?
Hast du ihn gemutet, Marcel? Nein, du kommst nah auf. Nein, heute gehe ich kein Kampf. Heute bleibe ich ruhig. Sing das andere, was du immer gesungen hast. Du hast Caillou gesungen und noch was. Meinst du Yakari oder was? Ja, Yakari! So, Concentration. Yakari! Yakari war schon eine geile Sache. Als du das damals gesungen hast, mein TikTok war voll davon. Echt, ja? Ja. Scheiß Yakari. Das ist doch geil. Oh Gott, Yakari. Hab ich eigentlich schon mal was erzählt? Was denn? Das weiß ich. Ich bin schon. Naja. Kannst du mir schon geboten? Kein Versteck. Mit 100% oder 75? Ich würde die 100% nehmen. Ich glaube aber, Gecko bekommt den vor dir. Der hat den schon. Ach ja. Ja gut, wir wollen es jetzt nicht über Behinderte lustig machen, ja. Wir lassen das jetzt einfach mal in der Stelle so stehen. Ja, aber Gecko ist eine ganz andere Variante. Gecko ist ein Fall für sich, ja. Ey, soll ich den anrufen hier am Stream? Willst du mit dem... Nein, nein. Scheiße. Nein, nicht nein. Schreibt er dir wieder, ja? Spam dich wieder voll. Nö, der hat, ich glaube, der hat meine Nummer gar nicht mehr. Soll ich ihm die geben? Nein, Nick, nein. Hey, Gecko ist bloß ein verbitterter alter Mann, der eine Frau gesucht hat. Ja, aber warum will er dann gerade mich? Ich weiß nicht, der wollte ja nicht nur dich, der wollte nicht alle. Er hat es einfach bei jeder versucht, weißt du? Weil jede Frau in Real Life hasst ihn, deswegen versucht er das über das Internet. Und niemand von uns wollte ihn. Schon echt hart, ja. Ja, es tut mir leid, der hat mich einfach komplett vollgespammt die ganze Zeit. Oh mein Gott! Er dachte, du fühlst auch so wie er. Ja, klar. Hab ich das so rübergebracht, Nick? Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich hast du immer gesagt, der nervt, dann soll ich verpissen oder bist du aus der Party angehörig oder hast du ihn gemutet. So. Ah. Aber irgendwie hat er da was nicht gecheckt. Naja. Ablehnung hat was Anziehendes an sich. Ja, ich hab einfach immer gesagt, ich liebe dich, du hast gesagt, du liebst mich auch und dann haben wir gesagt, wir heiraten. Nee, du hast gesagt, wir heiraten. Hast du nicht vorhin im Stream gesagt, dass wir heiraten werden? Ich hab gesagt, wir heiraten, wenn du mir einen bombastischen Antrag machst. Ah, schwierig. Zählt das auch, wenn ich dich im Game safe dann? Oder dich rette oder sowas? Zählt das auch? Boah, was ist denn hier los, Alter? Auf einmal ist hier Gruppenversammlung oder was? Ich bin hier gerade voll am Sterben. Also, so wie immer. Ach, Niki. Nee, verpiss dich. Ja, ich bin gerade. Im DVD war es auch so. Was? Na, wir waren eine Minute im Spiel, du hingst schon. Ja, DVD ist nix mehr. Nicht neins. Nein, jetzt haut er mich sofort wieder weg. Weißt du, wen wir hier brauchen? Wir brauchen Pierre, wir brauchen Sarah. Ja, aber Pierre, ich glaube, Sarah wäre hier das Ultimative. Ich glaube, dann würde absolut niemand das Game hören. Die Alte war auch so gestört, ja, es ging gar nicht. Wirklich. Digga, wo geht's denn hier raus? Nee, Alter, ich hab hier drei Killer hinter mir, ey. Die wollte halt Pierre haben, das ist es halt. Ich bin tot. Den guten alten Wikinger, Junge. Konntest du den ja auch gerne haben. Ich glaube, niemand von uns wollte ihn haben. Das haben wir ja alle gesehen, als wir da, Ja, ich sehe es aber positiv, ja. Ohne Pierre hätte ich dich ja nicht kennengelernt, ja. Der hat dich ja reingeholt. In der Party, von daher. Stimmt, das war er. Das Lustige ist so, weißt du, Pierre hat mich eingeladen in die Party. Also, wir haben uns gerade kennengelernt, erstes Mal zocken, DVD.
Dann hat er Haufen Freunde von sich eingeladen. Das waren ja den Jasmin und so und alle anderen. So, und am Ende haben wir alle Pierre rausgeschmissen, Digga. Und ja, seine Freunde waren dann auf immer jeden Tag in der Party. Ganz komisch. Naja. Wir hatten gar keinen Bock mehr auf den. Aber Nick, bei uns, du weißt, bei uns war das einfach Liebe auf den ersten Ton. So eine Art, ja. Ich hab dir das erste Mal Yakari vorgesungen und du warst gleich verliebt. So lief das. Na, ich glaube, es war wirklich so, ne? Wir haben uns von Anfang an sofort, das war ohne Witz jetzt. Lieber auf den ersten Ton. Aber auch daran, weil da alle am Rumflirten waren so und du und ich die einzigen waren, die die Fresse gehalten haben. Bis ich dann gesagt habe, lass auch mal miteinander flirten. So. Ach ja, ja, da haben wir ja angefangen. Aber wir waren danach noch schlimmer als die anderen. Ja, danach konnten uns die anderen gar nicht mehr ertragen, ja. Ja, dann, stimmt, dann stimmt. Dann gab es die Zickerei zwischen Jasmin und dir und Achtega. Nein, sie war zickig mit mir, weil sie dich haben wollte. Ich schwöre dir, ich war bei Jasmin in der Party, sie hat sich über dich beschwert. Ich gehe zu dir in die Party, du beschwerst dich über Jasmin. Ich wusste nicht mehr, wohin. Ich habe gewonnen. Ja, ich habe mich für den richtigen Weg entschieden. Oh, ich hab's nicht gedacht. Oh Gott. Aber die Alte war auch so quinsch, ja. Also ich meine, lass uns so, Dani, die umretten. Ich lerne die durch DBD kennen, ja, und dann will die auf einmal zu mir kommen, Digga, im Hotel und mit mir, naja, du weißt schon. Ja, ich weiß, ich gucke einfach viel zu viel auf das Spiel. Die wollte ein bisschen Rambazamba, ja. Genau. Aber ich dachte mir so, nee. Fein hat die auch ein Kind gehabt und ich habe jetzt keinen Bock, da Ersatzdaddy zu spielen für ein fremdes Kind, so. Also. Ich erinnere mich immer an diese Szene, als Pierre was gegen ihr Kind gesagt hat und da hat sie einen kompletten Schuss bekommen. Da hat sie ihren Ex-Freund angerufen und Pierre bedroht am Telefon. Ja. Ach ja. Ach, weißt du noch? Ich glaube, wir waren bis 3-4 Uhr morgens damit im Gang. Ja, wir haben ja auch einmal dich benutzt, Kim, dass du in die andere Party gehst und aushorchst, ja, während wir am Telefon saßen. Genau. Ja, aber ey, dann hat Pierre mir gesagt, er wird eine Anzeige machen. Ja, aber erinnere dich an Sarahs Worte. Sarah hat gesagt, ich bin gestört und komme nicht klar. Vergiss das nicht. Ach, stimmt. Sie hat gesagt, du wärst gestört. Ja, ich mache hier Keile zwischen allen. Ich bin der Schlimme gewesen. Ah, das hast du. Ja, du warst das Arschloch. Ja. Ich erinnere mich. Ja, niemand wollte unsere Liebesgeschichte akzeptieren. Nee. Deswegen haben wir auch mit allen Kontakt abgebrochen. Nee. Tja, und jetzt helfen wir fremde Menschen, die ich heute zum ersten Mal kennenlerne. Die wollen einfach nur in Ruhe zocken, weißt du, wir labern hier über so eine Scheiße. Also, Beppo ist Beppo, Max ist Marcel, Upgrade ist Kevin. Kevin? Aber Kevin spielt halt mit anderen gerade. Keine Ahnung, warum da hier im Discord pimmelt. Dein Kevin. Na gut, jeder sollte einen Kevin haben, ja. Kevin. Ja, dann auch mal, ich muss mich auch mal mit den anderen unterhalten. Ja. Ist auf jeden Fall schön, euch kennenzulernen. Ja. Nick ist im Discord. Mhm. Wenn du ihn kennenlernen willst. Der will mich kennenlernen. Pommes Panzer. Ja, moin. Hallo. Ja, hallo, Kevin. Danke, dass du aufhängst, Kevin. Dani. Für... Was? Nee, das war nicht für dich, Kevin. Nee, die anderen spielen Texas Chains Massacre 4 drin, hatte ich mal Kim Apex zusammen gespielt. Da mit Jasmin und Gecko und. Ja, ich hätte schon gerade Kevin genannt. Und wenn ich ehrlich bin, Jasmin war auch dabei. Ja, Nick wohnt nicht weit weg. Das war der Kevin heuer am Chat hin. Warum? Die Ritter wohnen 20 Minuten von mir, ja. Ich wohne auch Sachsen-Anhalt. Ach so. Gib dir schöne Grüße. Mach ich, wenn ich jetzt mal einen Fliesentisch draußen sehe, dann sag ich an. Gib eine Anzeige. Eisenkräser, warum blutet sie? Weil sie gemästert wurde. Marcel muss sich heilen. Ist das dein Kumpel da? Nee. Das ist ja nicht. Ich hab ja nichts gemacht.
Kevin, geht's dir gut? Ich kann das. So ist Matthias, Dani, alles okay? Ja, aber du hast gerade Hasch geschrieben wie Marihuana. Ja, das war aber nicht so gedacht. Einfach vorbei. Ja. Was jetzt? Erzähl uns dein Lebensgeschichte. Hast du mich gerade Digger genannt? Nein, Bro. Echt jetzt? Hase? Digger? Du hast Angst, easy. Das ist YOLO am Congé für 2 Wochen. Nee, alles gut, meine Lieben. Kevin, wir haben Marcel gerade von Nix und all der Liebesgeschichte erzählt. So, Panne geht's. Dann wird schon schon noch schön nöt. Wenn ihr sich mal hier verpissen, Mann, ich baue einen Dietrich! Ich aber einfach eiskalt rein. Da haben wir noch einen Dietrich. Die gehen doch nicht offline. Ich gehe um 11 ins Bett, glaube ich. Ich gehe noch nicht pennen, in der Schokange. Wann arbeitest du morgen? Erst um 9. Ah ja, ich bin eben 7. Aber ich stehe trotzdem um 7. Da bin ich schon zur Arbeit. Ich mach dich wach. Ich muss morgen wieder ein paar Oma ein paar Runde 1. Starte Ring Countdown. Aber als ob du nicht wusstest, dass Vodafone in Luxemburg ist. Ich schwör, ich wusste nicht. Beppo, du arbeitest ja auch in Luxemburg. Ja. Wusstest du, dass wir Vodafone haben? Wie, wir haben Vodafone. Ah, danke. Danke. Natürlich, ich hab dir Vodafone. Ich hab im Internet geguckt, wir haben echt Vodafone. Aber die sind irgendwie mit der Bank ING. Es ist Vodafone Investments. Nicht so wie Post und Tango. Eure Einstellung zu Vodafone? Der Ring ist in der Nähe. In 30 Sekunden müssen wir drin sein. Also die Deutschen sagen, Vodafone ist scheiße. Vodafone ist auch scheiße. Nein. Er ist halt trotzdem scheiße. Du arbeitest da. Das ist anders. Mit Magenta TV und so. Kann ich Ihnen nicht helfen, solange Sie nicht wollen? Ah, Digga, ich hatte mal eine Oma, die hat angerufen, weil sie eine 50 Mbit-Leitung haben wollte, weil sie mit ihren Enkeln Video themen wollte. Und da habe ich ihnen dann trotzdem überredet, dass sie eine Gigabit-Leitung nehmen, sprich 1000 Mbit die Sekunde. Da meinte sie, ja, so eine hohe Leitung brauche ich nicht, dann so, na klar, wenn sie mit den Enkeln Video themen wollen und nur eine 50er nehmen, dann bricht das immer ab und sie haben ständig Störungen. Und wenn sie die 1000er nehmen, passiert das nicht. Ah, ja, okay, na gut, dann nehme ich die 1000er. Ich habe ja am Ende noch eine Data-Go-Karte reingehauen, damit die mit dem Tablet dann auch ihre Spiele spielen kann. Nee. Einfach mal die Oma abgezockt. Naja, das ist normal, ja. Ich sag mal, Vodafone ist scheiße zu den Kunden, aber gut zu den Mitarbeitern. Also darüber kann man sich nicht beklagen. Das heißt, du kriegst Provision, oder was? Ich krieg Provision, ja. Okay. Ach so, Nick, du kleiner Hund. Na, das würde ich doch nicht verkaufen. Hallo, wenn ich keine Provision kriege, dann wäre es mir doch egal, ob die Oma was nimmt oder nicht. So, juckt mich gar nicht. Ich aber könnte ich, das nicht. Kannst du denn ruhig schlafen? Ich kann richtig ruhig schlafen, so. Wenn der, wenn der Kunde reinkommt und rumbrüllt, weil ihm irgendwas nicht passt, Digga, und anfängt mich zu beleidigen oder das Unternehmen zu beleidigen, dann fange ich einfach bloß an zu lachen, Digga, ich nehme den gar nicht ernst. So, das juckt mich gar nicht. Digga! Warum habe ich jetzt so ein scheiß Ventil, aber ich kann das nicht überlassen? Was ist denn das für ein Scheiß? Es gibt so viele falsche Finger, ja. Die Service-Hotline-Nummer vom Vodafone, die fängt mit 0800 an, ne? Hier bei uns im Osten gibt es Radio Brocken, ne?